Surferboy fragt, hast du schon mal Alexandria 1 unter die Nase bekommen? Nee, leider noch nicht. Sollte irgendjemand mir Alexandria 1 besorgen können, bitte. Ach du Scheiße. Was geht denn von dem Thumbnail schon ab, ey? Oh nein. Ja gut, dann für die gute Laune, let's go. Kann man sich Santal Royal von Guerlain zulegen? Auf jeden Fall. Aber solltest du vorher mal checken, ob du auf animalische Düfte stehst, weil der ist ziemlich animalisch. Und orientalisch. Frühstücken mit Jeremy Fragrance. Es eskaliert komplett. Let's go. Im Video ein Frühstück mit Jeremy Fragrance. Er ist hier neben mir. Oh, das war ein dezentes Power heute, ne? Ich glaube, vielleicht kriegen wir noch ein besseres im Laufe des Tages. Wir haben ganz viele Zutaten und Jeremy wird gleich entscheiden, was zubereitet wird. Es gab nur noch einen kleinen Zwischenfall gerade eben. Das seht ihr jetzt selbst. Ach du Scheiße. Wir gehen jetzt sprinten. Das ist anders durchtrainiert. Geil, wir wollten eigentlich gerade anfangen zu drehen, aber Jeremy macht Morning Sprints immer und die müssen sein, deshalb mache ich jetzt mit. Morning Sprints, oberkörperfrei, mit so einer, ja, weißen Hose. Ach du Kacke, okay. Genau, der arme Kameramann. Oha. Ey, okay. Oh, vielleicht geht's schon wieder zurück. Jetzt kann man das Essen auch anders genießen. Ja, ich know, doch. Jetzt isst man auch anders. Jetzt isst man ein Kilo Parmesan. Jeremy macht weiter seine Routine. Power. Weiter geht's. Nochmal springen hier. So 9 Stück. Ey, was ist denn? Was ist denn da los? Du machst das schon. Geil. Gib ihm. Schön. So, jetzt mal ein bisschen stretching. Okay. Oh, das kriege ich nicht mehr. Ich finde auch zu wild, dass er immer seine Kette dann noch richten muss. Oha. Ich meine, man kann die auch ausziehen, aber dann ist Gott nicht immer mit einem so, ne? Wenn man die Kette auszieht. Guck mal, wie wenig weit ich runterkomme. Man merkt, man wird wach auf jeden Fall. Die Dance Moves. Yes, schön. So, jetzt machen wir ein bisschen Fußballer-Style. Einfach nachmachen. Okay. Gehalterhöhung. Ach du, okay. Ich bin ein bisschen durcheinander jetzt, weil das zieht einen ja so hart in den Bann. Also Jeremys Männlichkeit zieht einen so hart in den Bann, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Haram, ja. Ja, ich wurde gestern gefragt, ob ich Jeremy schon mal getroffen habe. Nee, habe ich noch nicht. Wenn ich das sehe, ist aber auch immer so die Frage, ob man dann, also möchte man das in einem Video haben, sowas. Ey, du killst mich. Also, Bro. Ja, mein Ernährungsplan ist derzeit wie folgt. Ich... Wenn du den als Nachbarn hast. Auf gar keinen Fall, ja. Also, mach mal ganz fix. So, ich frühstücke relativ... Stell dir vor, bis nachts am Pennen. Plötzlich so... Power! Da sitzt aber senkrecht im Bett. Relativ spät, vorher ballere ich mich mit Matcha zu und mit grünem Tee und so. Die erste Mahlzeit ist meistens Eier und Fisch. Und dazu ballere ich Basilikum, Petersilie und Dings. Aber keine Carbs. Hier, 0,000% Carbs. Eier und Fisch zum Frühstück. Sonst nichts. Nix. Der muss auch nicht so schreien, oder? Du bist ja jemand, der einen sehr wissenschaftlich alternativen Approach zu Ernährung hat. Genießt du Essen? Ich genieße alle Mahlzeiten außer der ersten. Also quasi, du genießt die Benefits vom Essen sozusagen. Du genießt nicht das Essen selbst, so, weil dein Gehirn reagiert ja schon mehr auf so fetthaltig, zuckerhaltig und so, oder? Natürlich. Ja, also so weit müssten wir uns schon unter Kontrolle haben. Wobei es gar nicht so einfach ist, weil das ja eine sehr ekstatische Sache sein kann, vor allem mit dem Pro.
Max noch mega am Schwitzen. Herrlich. Als WG-Partner. Ja, genau. Richtig. Boah, WG ist auch immer so ein Risikospiel gewesen, ne? Man wusste nie, was man kriegt. Ich hatte Glück, dass die WG, in der ich war, der Typ war super korrekt. Hochgezüchteten, auch süßen Lebensmitteln, die wir mittlerweile haben. Aber ich liebe Eier und Fisch. Dann haben wir einen Magerquark mit Proteinpulver. Geil. Dann haben wir eine riesen Schüssel Gemüse mit Organen von Hühnern und so ein Zeug. Und dann abends habe ich so mein Oldschool-Abendessen. Okay. Hat er gerade gesagt, Organe von Hühnern? Ei. Okay, okay, guck mal. Lass uns schauen. Du hast gesagt, Habaneros müssen, ne? Top. Schön scharf. Drei Stück, ja. Warum? Sehr Weil gut. da Capsaicin drin ist, das die Verdauung anregt, deinen Hunger stillt ja. und richtig Vitamin C hat. Und den Arsch wegbrennt. Das brennt den Arsch brennt weg. Den Arsch weg. Also wenn du die Dinger gleich schälst, dann siehst du und du dir dann irgendwie das ins Gesicht fassen. Sollte man ja auch nicht machen, mein Lieber. Nicht ins Gesicht fassen, wenn du mit Chilis arbeitest. Oder an andere Stellen des Körpers. Brennt ja da. Guck mal, ansonsten, was sagst du zu den kleinen Bösewichten hier? No chance. Keine Nüsse. Warum? Zu viel. Ich hab das in einem Bissen weg und ich wieg irgendwie 2 Kilo mehr. Dann tun wir die direkt zur Seite, ja? Ist einfach uninteressant. Ich mochte Nüsse, ja, mochte ich gerne, aber das ist jetzt nicht so ein Must-Have. Dann, guck mal, da habe ich mich gefragt, ist das was für Jeremy Fragrance? Weißt Kaviar. Du was? Das finde ich geil, weil das würde ich gerne, kenne ich alles, Sardinen kenne ich alles, aber Kaviar hatte ich noch nie zum Frühstück. Ja, komm. Das fände ich geil. Let's go. Super Quelle von Omega-3. Ich weiß natürlich, wie gesund die Dinger sind, aber ja. so gegessen habe ich die noch nie jetzt. Ich hatte mir gedacht, Omelette aus Wachteleiern und dann können wir vielleicht den Kaviar drüber machen. Was hältst du davon? Können wir machen oder wir essen die Wachteleier roh. Habe ich auch früher gemacht. Also ja, aber jetzt nicht mit der Schale, logischerweise. Doch, mit Schale. Oh shit, okay. Also was? Ich habe vorgenommen, ich esse alles, was du... Oha. Ey, als ihr gestern meintet, der hat für den gekocht, dachte ich, der hätte wirklich bei jedem Clap einen kurzen. Ja, let's go. Das sollten wir mal abends machen, wenn ich mal abends stream. Du isst aber so ein rohes Wachtelei, würde ich dir den Vortritt lassen tatsächlich. Macht Putin auch. Schokocroissant? No chance. Franzbrötchen? Nix. Weißes Brötchen? Nee. Achtung jetzt, ich habe gut aufgepasst. Dinkel, Vollkorn, Sauerteigbrot. Geil. Aber erst abends. Erst abends, okay, dann lassen wir das jetzt außen vor. Ja. Speck ins Omelett? Nee. Okay. Nee. Guck mal, ich darf ich dir... Mit Schale. Boah, darauf komme ich auch nicht klar. Echt. Einfach alles rüber, was du brauchst. Geil, viel Vitamin C und auch stinkst du nicht so sehr. Das desinfiziert auch deinen Mund, wenn du Gewürzmischung mit Knoblauch und so. Hier ist ganz viel Inulin drin, so für deine Ballaststoffe. Max, immer noch am Schwitzen. Richtig geil. Die nehmen wir jetzt auch anstelle der Zwiebeln, weil die haben das ähnliche Ding. Müssen wir jetzt nicht zum Frühstück haben, habe ich eher so nachmittags in meiner Grillpfanne. Okay. Ansonsten, boah, geil. Zum Beispiel nicht. Scheiße, eigentlich nicht, nee, weil die haben auch Zucker. Mhm. Die spare ich mir morgens echt nur komplett neutral. Und vor allen Dingen. Als ob so eine Paprika so mega viel Zucker hat, das... Ach, okay. Was haben wir noch? So 90% Wasser, oder? Kaviar ist super, ne? Kaviar. Also, ich brate immer ohne Fett, aber einen Schuss kannst du gerne reinmachen, das passt. Mhm. Hier, Dinger. Eine der einzigen Quellen von Vitamin D für Vegetarier, für Veganer. Hauen wir auch rein, sehr gut. Avocado. Nee, die hat ja irgendwie 30 Gramm Fett oder so ein Teil. Weißt du, wie viel Fett ein Ei hat? 7 Gramm Fett. Ach krass. Ich kann 4 Eier essen, locker, oder eine Avocado. Was ist mehr Benefit? 4 Eier. Ich finde es geil, wenn du Wachteleier-Omelette machst, weil das habe ich noch nie gehabt. Ja, siehst du, ist auch umso besser. Brauchen wir nur noch eine Schüssel, habe ich hier. Erzähl mal bitte, Jeremy, wo in aller Welt beziehst du diese Informationen? Auf gar keinen Fall werde ich im nächsten Livestream ein Wachtelei mit Schale essen. Wissenschaftliche Publikation. Ja. Einer meiner Lieblingstests, immer wenn ich was gegessen habe, ist, ich putze mir die Zähne mit der anderen Hand, wie ich eigentlich benutze, und gehe rückwärts die Treppen hoch, auch so ein bisschen, um dein Gehirn zu trainieren. Und was? Ja, das mache ich auch immer. Dann merke ich so, boah, ich finde mich echt so schlapp, Mann. Mhm. Scheiße, das ist echt so wack, fühle ich mich. Ja. Und so teste ich mich auch immer. Ich merke gerade, ich koche zum ersten Mal. Ich hatte dem Marc schon vorgeschlagen, zum Thema hier Challenge. Ich esse ja unfassbar gerne scharf. Und der Marc isst ja auch unfassbar gerne scharf. Und ich hatte mir überlegt, dass wir vielleicht irgendwie mal sowas machen. Könnt ihr ihm auch gerne dann mal im Chat vorschlagen. Oder sieht das vielleicht. Dass wir mal irgendwie Parfum testen und Chilis essen. Irgendwie, dass man das so verbindet. Das fände ich, glaube ich, extrem nice. Nächster Tag wäre dann zwar nicht so cool wahrscheinlich, aber das wäre echt, das würde ich auf jeden Fall machen. Aber so rohe Eier, boah, nee, damit kannst du mir echt wegbleiben. Also, nee, never. Mit Wachteleiern, die sind ein bisschen schwer im Handling, ne? Also so klein irgendwie, ne? Hast du eine Schere? Zieh dir erstmal rein. Kleine Eier sind immer schwer im Handling. Normal, es gibt sogar so richtige Wachteleier-Scheren. Ansonsten machst du einfach so.
Und was mit der Schale? Ja, ist egal. Okay. Eigentlich geht das besser. Oh, scheiße. Um eine geht mit Schale. Das macht Arnold Schwarzenegger auch. Kannst du gucken. Ich bin sonst so ein bisschen traditionell kulinarisch unterwegs. Also ich greife so viel auf Rezepte zurück. Aber du machst das genau richtig. Ich merke das schon. Also wir ballern da jetzt 36 Stück rein? Ja, normal. Das ist das geil, Mann. Das ist Energy, Bro. Das ist Energy. So ein Arzt aus Amerika, der sagt, the yolk of an egg, das Eggyolk, also das Gelbe, ist so sehr wahrscheinlich das gesündeste, was es gibt auf der Welt. Eine Multivitamin-Tablette, was in einem Eigelb drin ist. Natürlich halt, ne? Geil. Testet's einfach morgen. Teil meiner Morning-Routine ist, hol aus dem Kühlschrank mein Ingwerwasser, reines Wasser mit hochkonzentriertem Ingwer-Extrakt. Okay. Und dann trinke ich das und dann dein Magen wie so eine Maschine, die anflippt. Ich so, alter Schwede, ich bin wach. Bumm. Und dann fange ich an, Zähne zu putzen. Dann läuft er erstmal, macht er erstmal seine Sprint-Challenge. Oder passiert das vorher? So, schon so. So. Dann rasiere ich mich. Nächste Session. Jeremy, ja? Ich habe eine Frage an dich. Ich habe gesagt, komm, eine Stunde Dreh, Power, Power, Power. Ja. Danach gehst du direkt weiter. Ja. Hältst du dich jeden Tag so busy und so aktiv? Oder hast du eine Zeit, ab der du in den Ruhemodus gehst? So, und dann machst du gar nichts mehr? Für mich ist das dann einfach a courageous state. Sozusagen eine mutige Stimmung. Anstelle einer feigen Aufmerksam, ja. Also, wo man so kopfmäßig da ist. Ne? Also im Prinzip, Will Smith hat mal gesagt, if you stay ready, you ain't got be ready. Wenn du dich freiwillig diesen Sachen stellst, bist du viel geiler drauf. Wir verquirlen das jetzt alles mal schön. Ne? Guck mal, hier sieht man so die Schale. Eine der besten Kalziumquellen, die es gibt auf der Welt. Salz, Pfeffer. Ja, bin ich dabei. Okay. Wobei, warte mal, weil du willst nicht zu viel Salz haben, weil sonst ist dein Gesicht sehr puffy. Und Fisch hat von Natur aus immer viel Salz. Nehmen wir nur das. Skincare by Jeremy Fragrance. Nur Pfeffer. Nur Pfeffer. Komm, du machst. Normal trinke ich dazu immer noch eine Brühe aus so einem Bierkrug. Mach mal fertig. Deswegen esse ich auch die Sardinen mit Haut und Knochen, yeah. Weil die Haut hat Kollagen, die Knochen haben Kollagen. Einmal so am Start sein wie Jeremy Fragrance. Das heißt, du nimmst auch drei Stück, ich ja? Nehme drei Stück, kein Problem. Sollen wir die... Der Max ist aber auch echt ein Harter, was das angeht, ne? Also ist dem auch echt völlig egal. Mutig auf jeden Fall, diese Einstellung. Die chillen, ich mach das meist so parallel. Ja, willst du ein Brettchen Messer oder machst du es von Hand? Ich mach die so einmal sauber so, und der Rest geht gleich weg, wenn ich das mit Wasser hier weggemacht habe. Okay, so, dann okay. Nehme ich schon den nächsten. Boah, die Dinger sind so scharf, Alter. Schärfe schon, oder wie? Wenn du die einatmest. Boah, alter Schwede. Brauchst du was zu trinken? Nee, nee. Was ist aus deinem... Oh, jetzt ist es auch bei mir. Geheimregel übrigens, wenn man scharf isst, solange man das Essen im Mund hat, nicht einatmen. Sonst muss man husten des Todes. Boah, die Habanero knallt auf jeden Fall. Ja, ja. Dein größter Feind ist die Comfortzone, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Was machst du, wenn du in der Comfortzone bist? Für mich eine Comfortzone ist, wenn ich im Flugzeug sitze und einfach penne. Übrigens gehe ich auch nicht mehr essen. Punkt. Also ganz kurz für die Leute, die das Jeremy Fragrance Wachtel-Omelette mit zubereiten wollen. Ein paar Shiitake-Pilze in Ghee, Butterschmalz. Ja. Und das braten wir jetzt einfach ein bisschen an. Dann kommt im Anschluss Wachtel-Rührei drauf und Artischocken auch rein. Ja. Machen wir so. Kommen wir nochmal zum Essen. Du gehst nicht essen, du isst sehr funktional. Kommt es mal vor, dass ein Jeremy Fragrance sich einen Burger mit Pommes reinknallt? Nicht mehr. Ich war ja in Miami und da habe ich alles ausprobiert. Und ja, aber ist das für dich... All you can eat. Ohne Ende. Und geil. Und ich hab's gemacht. Jetzt reicht's irgendwann, weil wir wissen, das kannst du nicht machen. Denkst du manchmal, dass du dich so viel selbst optimierst, dass du quasi den Fokus mehr auf dem Optimieren als auf deinen eigentlichen Zielen hast? Oder schaffst du es, deine Ziele immer im Fokus zu behalten? Sehr gute Frage. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ich wollte diese Sache mit dem Essen gerne einmal und für alle Male erledigt haben. Ich habe ja auch nicht mehr so viele Videos über Essen, mache ich ja nicht mehr. Ja. Weil wir tun das jeden Tag, ja. 3-4 Mal, ja. Ein Leben lang. Du weißt es ja selber, wie du dich fühlst nach einer katastrophalen Mahlzeit. Ja, voll. Und überleg, du hast 4 katastrophale Mahlzeiten, die nächsten 20 Jahre jeden Tag. So, machst du das Bett von unseren Tellern fertig? Also, das Bett? Was für ein Bett? Ja, ich wollte dazu noch sagen, das ist eine sehr gute Frage, die der Max gestellt hat. Ich war auch mal so eine ganze Weile auf diesem, also ich bin ja auch immer noch in dieser Szene, Persönlichkeitsentwicklungsszene unterwegs, weil ich halt einfach für den größten deutschen Speaker in der Persönlichkeitsentwicklungsszene arbeite. Und ich war auch mal eine ganze Zeit lang auf diesem Entwicklungstrip, so sage ich jetzt mal. Ja. Und irgendwann, das neigt halt dazu zu eskalieren, dass man einfach irgendwann denkt so, ich muss einfach immer weiter optimieren und rumdoktern an mir. Und das ist halt eigentlich keine gute Geschichte. Das heißt, solange es natürlich ist und solange man sich halt einfach da selber auch so ein bisschen pushen will und so und ja,
dass es halt in eine gute Richtung geht, ist das schon okay. Aber es sollte halt nicht irgendwie so fies eskalieren, dass man dann nur noch, dass man sich jedes Mal schlecht fühlt, wenn man irgendwie mal so einen Cheat-Day hat oder irgendwie einen Burger isst oder so. Das ist doch Bullshit. Also das macht einen auch langfristig nicht glücklich. Erwiesenermaßen, ja, gibt es Studien drüber. Dieses Überoptimieren einen einfach nichts bringt. Weil du wirst dann schneller rückfällig, ja, weil du verbindest was Schlechtes damit und meinst, du musst dich selber kasteien. Mit diesem Moral-Ding, mit dieser Moralkeule ist das doof, weil du dann halt automatisch wieder rückfällig wirst. Wir machen einfach Ja, bester Weg zur Bewusstsein ist Salvia. Ach, ja, stimmt. Hatte ich vergessen. Wenn du sowas machst wie in Fear and Loathing in Las Vegas, dann auf jeden Fall auch. Hälfte, Hälfte. Magst du dein Omelette so ein bisschen runny? Ja, gerne, gerne. Okay. Nee. Nein, ich arbeite nicht für Karl S. Nein. Auf gar keinen Fall. The better. Das wird nur schwer, ich merke es schon. Guck mal, das ist so voll mit den Artischockenherzen. Wir werden keinen Schönheitspreis. Ich muss dazu sagen, ich kenne Karl S. nicht. Nee, ich arbeite nicht für Karl S. Nein. Gewinnen, kein Problem. Wir machen das hier und jeder kriegt 3 Stück. Die kommen hier drauf. Ja. Und hier kommt dann der Fisch nochmal hin und die 3 Eier. Fisch, also so Kaviar einfach, ne? Oh ja, sorry. Du hast Gewürze. Was ist italienische Kräuter ohne Ende? Oh ja. Ich habe auf dem Balkon frischen Oregano, Rosmarin. Ich mache meistens hier einfach voll die Ladung Pizzagewürz drauf. Hast du sowas? Ja, mit Sicherheit. Warte. Habe ich sogar da. Italienische Kräuter. Ja, ja, sehr gut. Gib ihm. Und ich mache auch viel. Und dann noch frischen Pfeffer. Nochmal frischen Pfeffer. Ja, ja, würde ich auch nochmal machen. Bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Ist jetzt... Das ist normal, Mann. Ja, weißt du, das ist voll Detox für deinen Körper. Was? Das ist voll geil. Ey, Bro, ich bin... Was? Ich finde auch, also ich fand das gerade schon heftig. Ich wollte gerade schon sagen, dass er die Chilis da roh drauf tut. Chili und Pfeffer ist auch echt der Endgegner. GmbH mit Karl, Jeremy und Kai. Ja, richtig. Ich bin so gespannt, ob das nach irgendwas schmecken wird jetzt. Guck mal, du musst dir wirklich vor Augen führen, Jeremy, ich esse so, ich will es jetzt nicht normal nennen, aber ich sag mal traditionell, ne? Also für mich ist das jetzt gerade eine ganz andere Welt hier, was du machst. Und diese Gläser für die Brühe? Ja. Ja, nehmen wir. Komm, ich lasse die Kapern jetzt mal weg. Ich habe alles für dich gekauft, ne? Also ja. Viel mach's rein. Die trinken jetzt Brühe, oder was? Ach du Scheiße. Okay. Wenn du Bock hast. Dann hauen wir die jetzt rein. Ihr seht ein bisschen Kapern hier rein. Wie gesagt, ganz viel Quercetin drin. Das ist total der gesunde Antioxidant. Guck mal, aber ich habe mir direkt beim Kaviar gedacht, dass das was für dich ist. Hälfte bei uns beiden jeweils oben auf die Kräuter oder an die Seite. Die machen wir. Weißt du, was ich... Ohne Spaß, nächster Monat so Max bei Worldwide Wohnzimmer. Und dann kommt die Frage, und wie hast du dich gefühlt, als du das gemacht hast? Ich noch gern dazu hätte eine Sardinendose, weil das sind so ein bisschen wenig. Dorschleber oder? Nee. Das sind Kieler Sprotten. Ja, das geht in Ordnung. Das waren die einzigen ganzen Fische, weil Knochen müssen dabei sein, ne? Müssen das Öl aber abtropfen. Je kleiner der Fisch, desto wenig Mercury und Quecksilber und so ein Zeug hat er in sich. Darf ich die hier nehmen? Den Teller? Ja, den hier. Ja, safe. Den finde ich nämlich irgendwie richtig geil. Normal habe ich jetzt nochmal so Vitamintabletten und so ein Zeug und alles. Ich habe, glaube ich, Magnesiumtabletten. Oh, was gibt der denn da jetzt rein noch? Ist das Wasser oder was? Würde ich gerne nehmen, nach dem Sprint. Ich will genau das gleiche wie du. Ich will genauso am Start sein. Okay, Jeremy, es ist soweit. Jetzt kommt's drauf an. Boah, hast du schon häufig gegessen. Mir wird vom Zusehen, wird mir schlecht. Boah. Ich habe das noch nie gegessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so in einem Restaurant kriegen würde, würde ich denen vielleicht einen Vogel zeigen. Einfach rein damit und fertig. Wir fangen erstmal mit einem Dankesgebet an. Vielen Dank, lieber Gott, für das wundervolle Essen hier mit Max und mit Eric hinter der Kamera und dass wir hier etwas Wundervolles genießen dürfen. Foodporn. Okay, sweet, dann, komm, lass uns probieren. Ja, ich trinke dann meist als erstes. Nee, wisst ihr, was mich killt? Ich finde, das sieht gar nicht so schlimm aus, wenn man das sieht. Aber was mich einfach killt, ist diese Brühe. Brühe und Vitamintablette. Oh, nee. Ei. Das ist meine Vitamintabletten hier, die irgendwie so liegen, so. Spruch von Leonardo da Vinci. Nach einem arbeitsreichen Tag schläft man wundervoll. Okay. Nach einem arbeitsreichen Leben stirbt man wundervoll. Und nach unserem Sprint und dem ganzen Arbeit, ich sag immer 80% vorm Frühstück erledigt haben, schmeckt das, auch wenn es eigentlich nicht so schmecken würde. Ich bin gespannt, komm. Guten Appetit. Lassen wir es uns schmecken. Ich geh erstmal neutral ans Antischockenherz mit einem Kilo italienische Kräuter. Ich kann dir empfehlen, schau, dass du die Habaneros überdeckst mit den anderen Geschmäckern, weil alleine, wenn du die isst, da hauen die dich weg. Nein, nicht weg. Habanero, Auberginenherz, Kaviar und natürlich italienische Kräuter. Mmh, geil. Mhm. Und danach kannst du Marathon laufen nach diesem Essen. Ich probiere jetzt mal das Wachtelei-Omelett. Da hat er den Huster gerade rausgeschnitten. Ein Stückchen Schale, komm mal, nehme ich jetzt mal für die Kamera mit. Sieht man es? Schale darf auch nicht fehlen. Jeremy, ich mache es jetzt nur, weil du da bist. Sonst würde ich das niemals essen, aber vielleicht zeigst du mir jetzt was.
Ist schade, will irgendwie nicht so runter bei mir. Einfach Kalzium. Also das Omelett finde ich nicht so gut. Ich gucke einfach, was drin ist und dann geht's rein. Ja. Mhm. Ja. Vielleicht wäre das doch mal was für dich, auch mal ein Kochvideo rauszuhauen. Die Leute interessieren sich doch für deine Ernährung. Ich habe so ein bisschen einen internen Kodex, dass es auch Fragrance-related sein sollte. Schau mal da drüben oder schau du mal da drüben. Da steht schon eine kleine Kollektion. Die werden wir in einem Video von dir jetzt gleich mal schnell durchchecken. Aber ne? Gerne. Na klar. Ja, das haben wir jetzt ja schon angeschaut. Jeremy vorbeischauen. Hey, ich muss wirklich sagen, mein Magen wehrt sich ein bisschen gerade. Ich bin das noch nicht gewohnt. Vielleicht knallt's bei dir. Musst du die Habaneros besser vorher machen. Danach machst du einen Sprint aufs Klo. Ach, das meinte er. Stimmt. Später. Leute, ich glaube, ihr habt unseren Eindruck gesehen. Es ist wirklich crazy. Ich bin gespannt, wie ich mich fühle. Vielleicht melde ich mich nochmal zu Wort. Ich trinke hier noch ein Stück von meiner Hühnerbrühe. Macht's gut. Leute, es ist no joke viel zu krank, was wir hier auf diesem Teller hatten. Ich habe nicht mehr geschafft, Leute. Ich habe es wirklich nicht geschafft. Jeremy ist jetzt weg. Das hier ist Jeremys Teller. Einfach was soll ich sagen? Also, es war nicht lecker. Ich musste auch schon einen Abstecher ins Bad machen. Bin ich jetzt voll am Start? Ich bin auf jeden Fall wach nach dem Morgen mit Jeremy. Deshalb hat es auf jeden Fall sein Ziel erfüllt, würde ich sagen. In jedem Fall, danke, dass ihr zugeschaut habt. War wirklich ein außerordentliches Video heute. Und wir sehen uns natürlich zu ganz normalen Kochvideos bald wieder. Aber ich glaube, es war wirklich sehr cool heute. Wir sehen uns. Ciao. Oh mein Gott, ey. Gleich knallt es bei dir. Ja, er ist ja auch aufs Klo gesprintet scheinbar. Oh nein. Das tut mir so leid. Aber self-inflicted, ne?